hier sind wir zu einer Kurzfassung der Geschichte von The Isle. Wie hat The Isle eigentlich angefangen? Also, bevor es The Isle gab, gab es ein Projekt, was wir im Video gerade hier sehen, namens Stomping Land oder Stomping Land. Ja, sehr ambitioniert, aber leider war es zum Scheitern verurteilt, da der Owner dieses Projekts leider sich verpieselt hat, wie man so schön sagt. Gerüchte sind da, dass er quasi die ganze Kohle vom GoFundMe bzw. Kickstarter genommen hat und sich dann ja einfach verdrückt hat. Wie es dann genau war, weiß man nicht. Was man aber weiß, ist, aus The Stomping Land ging ein neues Spiel hervor. Ja, Dondi nahm sich ein paar Models und ein paar Spielmechaniken und daraus wurde dann letztlich der Anfang für The Isle gelegt. Und dass er sich ein paar Models genommen hat, ist klar. Wir haben ja Screenshots gesehen von The Stomping Land und ein paar Dinos und wir wissen, die sahen in den Anfängen von The Isle genauso aus. Also entschloss sich Dondi, komm, wir machen einen Kickstarter. Dieser Kickstarter hat leider nicht zum Erfolg geführt. Trotzdem haben sich die Macher von The Isle nicht aufgegeben, haben weitergemacht. In diesem ganzen Kickstarter gab es viele, viele, viele Versprechungen und viele wurden nicht gehalten, aber trotzdem wurde The Isle zum Leben erweckt und es sah am Anfang ein bisschen strange aus, wenn man The Isle heute kennt, aber nichtsdestotrotz war es sehr lustig. Ja, es war sehr lustig, die Leute hatten Fun und dann kam der Bruch. Man trennte sich vom Dev, der für den Code verantwortlich war und ab diesem Zeitpunkt gab es zwei verschiedene Branches auf Steam und zwar einmal den Legacy und einmal den Ephrima Branch. Ja, das Ganze ist diese sogenannte Recode-Phase, in der wir uns auch heute noch befinden. Ja, heute noch. Jahre später. Also, ich will hier nicht mit Jahreszahlen und sowas umherwerfen, aber das war so die Kurzgeschichte bisher. Jetzt fragt man sich natürlich, was bedeutet dieser Recode? Dieser Recode bedeutet einfach, dass der bisherige Code, der von dem Dev, der für den Code von Legacy verantwortlich war, nicht weiterverfolgt wurde, sondern dass man das Spiel nochmal von Grund auf neu gecodet hat. Also im Prinzip hat man hier ein ganz neues Spiel bekommen und man kann sich momentan noch entscheiden, spiele ich lieber Legacy, also mit dem alten Code, der nicht weiterentwickelt wird, oder spiele ich lieber Ephrima, der mit dem Recode gecodet wird, der auch aktuell gehalten wird und auch heute noch Updates erfährt. Das ist momentan Stand der Dinge. Ja, das war eine ganz, ganz kurze Kurzgeschichte zur Geschichte von The Isle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Manni.